Wer günstige PSN-Karten oder Xbox Live braucht zu besten Preisen, der kann gerne mal bei meinem Partner Eneba vorbeischauen. Auch für günstige Spiele. Checkt es gerne aus. 3% Code RealFIFA. Danke auf jeden Fall an jeden, der mich dort auch schon supportet hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Es ist soweit, Freunde, stundenlange Schwitzerei für dieses 93 plus garantierte Icon Moments Spielerwahl Player Pick Pack. 10-20 Stunden für dieses Pack, 16 Swaps, mein 93 plus Icon Player Pick. Bitte EA Sports, gönn uns was Gutes. Die Eskalation wird heute stattfinden, im Positiven oder im Negativen. Wir werden schauen. Jungs, schreibt gerne rein, was ihr in den Icon Swap Packs hattet. Wenn ihr noch welche habt, meldet euch gerne immer auf meinem Insta. Und lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da für jeden Ehrenlike. Gibt es nochmal ein Icon Pack mehr? Ihr wisst, wie der Hase läuft. Korrekte Sache und ein Kommentar für den Algo. Würde ich mich freuen. Ihr seht heute insgesamt 5 Icon Packs, auch noch Icon Player Picks von euch. Lasst euch überraschen, was da alles am Start war und was wir dann am Ende gezogen haben. Wer noch günstige Spiele, PSN kann oder Xbox Live sucht, der kann gerne mal unten in der Beschreibung bei meinem Partner Eneba vorbeischauen. Auch wirklich ein dickes Dankeschön an jeden, der mich dort auch schon supportet hat. Und jetzt würde ich sagen, geht es los, Jungs, mit dem Video. 5 Icon Packs, unter anderem mein 93 Plus für 16 Swaps. Let's do this. Dann sind wir jetzt hier beim Basti. Der hat den Icon Player Pick noch gemacht. Auf Ehre. R3 machen wir. Junge, warte, bevor du es aufmachst, Bro. Wir müssen jetzt irgendwie zeitlich abstimmen. So, der erste Spieler ist... Okay, nicht so geil. Laurent Blanc. Aber nach Laurent Blanc ist eigentlich immer noch Hoffnung da, denke ich. Zum Beispiel in Zidane. Das passt. Und Overmars ist der nächste. Oh mein Gott, machen die auch noch Auge bei Basti jetzt oder was? Overmars Moments muss besser werden. Ich hoffe, der letzte Player Pick wird jetzt hier hoffentlich noch eine Granate sein. Twitch, können wir machen. Und der letzte ist, oh mein Gott, Van Nistelrooy Moments. Ja, Bro, können wir gerne machen, aber ich bin gerade hier schockiert von dem Player Pick. Junge, guck mal, der Basti hat sich so viel Packs auch für uns aufgespart gehabt und er hat nichts gezogen. Das ist schon krass dreist. Das ist schon dreist von EA. Schon schade. DC Moments wäre ja noch okay. Nicht mal der kommt. Ja, diese Player Picks sind schon hart irgendwie. Jungs, jetzt sind wir hier beim Icon Moment Stürmer / Mittelfeldspieler. 92 plus. Bin ich echt mal gespannt, was die können. Wie viele Tokens musste man dafür abgeben? 7 Stück. 7, okay. Ja, wir wollten Roulette machen, ne? Jo. Dann mache ich schon mal meinen Bildschirm aus, Bro. Viel Glück. Ja, danke. Nee, ich glaube, geht nur Dalglish, Henry. Ja. Ich weiß sonst gar nicht. Dann ist das schon mal gut. Ja. Wenn es kein Doppelte ist, dann kann man jetzt hoffen. Ist ja auch alles Offensive, da muss man mal halt gucken. Ja. Aber wir belieben natürlich. Aber jetzt zieht durch hier der Junge. Ich hoffe, das macht sich jetzt hier bezahlt, Mann, Jungs. Einfach. Ja. Aber es riecht auf jeden Fall schon mal nach einer Top-Nation. Ja, gerade. Sind wir durch. Ja. Okay. Jungs, wir sind Top-Nation beim 92 plus Icon Swap Pack hier. Das war Argentinien. Besser? Also England mache ich nicht, das fasse ich nicht an. Ja, okay, das ist perfekt. Oh, wichtig. Spanien fällt auch raus, sehr gut. Komm, Jungs, wir müssen hier was Gutes sehen. War äußerst MS gewesen, ne? Ja, leider nicht. Hoffen war das Backpack. Mal. Ah, nicht Stürmer geht gar nicht. Oh mein Gott. Das geht ja gar nicht, ne? Italien? Oh, ist wichtig. Ist aber nicht sauber. Oh nein, bitte kein Stürmer. MS ist es nicht. Oh mein Gott, auch kein Niederlande, oder? Oh, Brasilien, Frankreich. Brasilien, Frankreich und England zum Schluss. Eric Cantona wäre noch ganz gut eigentlich. Fällt raus. Jetzt Mittelfeld. Oh, Brasilien oder England. Oh. Oi, Brasilien oder England. Chat oder Jungs, was denkt ihr? Mach erstmal ganz ruhig, ja. Beles MS, komm. Ja. Pelé Moments, ZOM, bitte Digga. Bitte nicht wieder ZOM. ZOM, was gibt's da? Da gibt's alles, oh, ne? Oh nein. Oder ja, gibt's alles. Stürmer bleibt nur noch, sonst ist es England, ja, ne? Sonst ist es England, ja. Oh mein bitte. Gott. Und es ist N9. Nein. Scheiße, es ist ein Engländer. Ja, oh, moin, nein. Alter. Da kann ja gar nichts dann kommen, ne? Ja, ach, du letztes Kacke und England. Papier. Oh. Lineker. Oh, das ist halt, ja.
Digga, verlassen, Mann. 93er Lineker. Perfekt, dafür hat man wieder gespielt, sehr Jungs. belastend. Man kennt ihn doch einfach. Vielleicht zieht er ja Capita Moments oder sowas. Wäre nicht schlecht, würde gut reinpassen hier. Hier mit meinem allerersten FIFA-Bro für dich. FIFA 2004, gibt dir hoffentlich Packluck. Hier, ihr seht's nochmal. Vielleicht ist er ja sogar. Ey, vielleicht ist er jetzt sogar. Das sind ja drei Icons jetzt hier drauf. Guck mal. Ori, Ronaldinho, Del Piero del Porno. Einer von denen wird jetzt hier vielleicht drin sein. Stellt euch das mal vor, das wäre schon Fall für die Illuminaten, Junge. Das wäre ein Fall für die Illuminaten. Let's go. Wenn es jetzt sowas wird, schauen wir mal. Ich wünsche dir Glück der Welt, Bruder. Und es wird Portugal MS. Oh, kurz gedacht, Eusebio, Mann. Rui Costa hier. Kritischer Hase. Saarbrücken-Weste hier, der Steven fühlt's mit Saarbrücken-Trikot, aber ich glaube, das Icon-Pack fühlen wir alle nicht wirklich. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, Weekend League zu streamen, aber auf chillig vielleicht. Naja, danke. Ja, tut mir leid, ne? Wirklich, wirklich. Ja, den hatte ich auch mal eine Weekend League, der war richtig krass. Habe ich mir gekauft gehabt. Uiuiuiui. Alter, ja, ich weiß nicht. Wollt ihr mal heute aufmachen? Wollt ihr mal heute aufmachen? Ne, lass mal deinen Sohn machen. Komm, ich will mal was sehen. Ich will mal was sehen hier heute. Okay, Mann, Jungs, ihr seht's heute hier bei Daniel und bei Neo. Und ja, letztes Mal habe ich immer aufgemacht. Hatte jetzt nicht so viel Erfolg, deswegen müsst ihr mal ran. Schauen wir mal, ne, was jetzt hier geht. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt, was du hier ziehst. Viel Glück auf jeden Fall. Komm schon. Komm, EA Sports. Jetzt haut mal was raus. Das ist Ende von FIFA. Da muss man mal gönnen. Da muss man gönnen. Gute Nation. Oh, Argentinien. ZOM. Ein Stürmer. Crespo. Ah, shit. Ey, wie sexy wäre so ein Maradona? Der wäre so ein Traum gewesen. 98er hätte der gehabt, glaube ich. Habt ihr auch schon gezogen gehabt, oder was? Oh Mann, oh Mann. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, er sieht jetzt nicht ganz kacke aus, aber spielen. Ihr habt ja so krasses Team. Ich glaube, der passt da nicht wirklich rein, ne? 200, 300. Okay, die SBC natürlich deutlich teurer. Boah. Ja, schade, schade, schade. Aber, ja, gut, trotzdem natürlich vielen, vielen Dank. Es ist soweit, Freunde, stundenlange Schwitzerei für dieses 93 plus garantierte Icon Moments Spielerwahl Player Pick Pack. Junge, 16 Swaps. Ich habe wirklich gekämpft. Ich musste 20 Spiele Rivals machen und natürlich Weekend League und was auch immer. Ich hoffe, EA Sports, es belohnt sich einfach. Jungs, wenn ihr die Arbeit zu schätzen wisst, ihr wisst, was zu tun ist, Jungs. Kuss geht raus. Einfach irgendwas Geiles. Bitte EA Sports, Mann, zum Abschluss. Gönnt einfach. Wirklich, gönnt einfach. Bitte. Ja, 100 Münzen gönnen sie auf jeden Fall, dass da nichts kommt. Ich habe da wirklich richtig Angst vor. Und ich würde mir wünschen, wenn es, ja, natürlich so ein Pelé, Euse, Cruyff oder so sein wird. Aber irgendwie, keine Ahnung, ist auch, wenn ich ehrlich bin, die Hoffnung nicht immer so groß, weil es ist EA Sports. Auch wenn es vom Ende von FIFA ist, 16 Tokens, man hat stundenlang geschwitzt und gespielt, sein Leben daran verbracht und Lebenszeit verschwendet. Ich hoffe für einen guten Spieler. Und wir machen das Ganze natürlich R3 auf Spannung. Klare Sache. Mein Main-Account dürfte den meisten eigentlich ein Begriff sein. So sieht es aus. Aber wir brauchen auf jeden Fall jetzt mal so langsam für unsere Baby-Icon Pelé eventuell. So ein Upgrade-Moments-Pelé. Oder auch Euse. Aber Euse ist auch geisteskrank. Also das Team ist auch top. So sage ich euch ehrlich. Ich würde natürlich trotzdem es fühlen, wenn man so ein kleines Upgrade hat. Ich würde auch vielleicht Kaká-Moments upgraden als nächstes. Wir haben hier noch Ederson auf Ehre. Der schimmelt hier und guckt sich das Ganze auch an. Jungs, wen habtet ihr? Und wenn ihr noch Icon Swaps Packs habt, immer gerne auf Insta oder so schreiben. Und jetzt gehe ich rein. Digga, komm schon. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ich bin hyped. Ich bin wirklich hyped. Ich erwarte einiges, EA Sports. Ich erwarte einiges. 3x93 plus. Junge, EA, es ist Zeit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Bildschirm geht an, dauert immer ein paar Sekunden. Ich hoffe jetzt, der erste wird schon gut.
komm schon! Bitte, 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 yes, Boots! Bitte, bitte, bitte! Nein, Alter, Carles Puyol, oh, please, 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 please. Ernsthaft jetzt, Freunde, echt. Okay, ich mach den nächsten, ich guck nicht hin, ihr werdet es sehen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Der nächste ist, komm, sei was Gutes. Ihr seht es schon. Und ich sehe es in 3, 2, 1. Yo, Loda! Lothar Matthäus, wichtig, wichtig. Ey, der Lothar auf Ehre für die Weiberts, Junge. Für die Weiberts nehmen wir mit. Auf jeden Fall ein spielbarer und den werde ich einbauen. Weil ihr habt ja gesehen, wir haben Fünferkette, weil wir Davis auf der 6 gespielt haben. Jetzt spiele ich Matthäus. Jetzt spiele ich Matthäus auf der 8 neben Frankie wahrscheinlich. Das ist schon mal gut. Sollte es jetzt nicht noch was Gutes daneben sein oder so. Aber Matthäus, ganz ehrlich, dafür hat es sich gelohnt. Aber natürlich wäre es jetzt noch umso geiler, wenn wir mal... ja, noch was Offensives irgendwie Knackiges bekommen, aber okay, mal der Lothar, Digga. Lothar, ganz ehrlich, sieht fresh aus, ja? Fresh, fresh, fresh für die Weiberts. Ihr kennt den Hasen doch. Und der letzte wird mit Pokal auf Ehre aufgemacht. Komm, komm, komm. Okay, ich bin nicht enttäuscht, ganz ehrlich. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Lothar ist gut. Aber wird es noch ein besserer sein? Bitte, komm. Noch ein guter jetzt. 3, 2, 1. Mit dem Pokal auf Ehre. Ey, Schmeichel. Ah, ja, okay. Ja, okay. Lothar hat gecarried. Lothar hat wirklich gecarried. Ich sag euch ehrlich, Lothar hat gecarried, hat sehr, sehr geile Werte. Wäre nicht der Lothar gekommen, dann wäre wirklich absolut lost gewesen. Aber Lothar ist am Start und den werde ich auch zocken. Bin ich sehr zufrieden. Trotzdem, auch wenn jetzt vielleicht kein Offensiver oder so gekommen ist. Aber auch so. Auch so ist Lothar top. Ja, nehmen wir auch schnell mit. Ist okay, kostet, guck mal, kostet auch 1,4 Millionen, 1,3 noch. Das ist in diesem aktuellen FIFA sehr, sehr hoch, muss man einfach so sagen. Ah, der Lothar, Digga, hat aber noch gerettet, sag ich euch ehrlich. Wäre der Lothar nicht gekommen, dann wäre absolut lost gewesen. Aber so ist stabil. Lothar mit Frankie hier auf der 6. Da müssen wir unseren geliebten Roberto Carlos leider rausnehmen, aber ja, das sieht schon nach einem Brecherteam aus, oder? Was sagt ihr? Chat, würdet ihr Angst haben? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare, wir können es auch so machen. Ist egal, was sieht besser aus. So sieht es eigentlich schon geil aus. Ah, ist auch egal vom Ansehnlichen her. So würde es wahrscheinlich noch geiler aussehen, weil hier beide rot, dann so. Ich glaube, so machen wir das. Das war's mit dem Video. Ich bin trotzdem sehr zufrieden, ganz ehrlich. Schmeichel Carles Puyol. Wäre richtig kritisch gewesen, wenn da nur Scheiße dann gekommen wäre. Bleibt stabil jetzt, macht's gut und schreibt gerne rein, ja, was ihr gezogen habt. Haut rein.